Wir machen weiter mit einem Beitrag von der Sabine Scheuring von der Fachstelle für Information und Leonie Manger vom Statistischen Amt zum kantonalen Projekt Dateninfrastruktur. Ich gebe euch das Wort. Ich bin gespannt auf eure Ausführungen. Danke, der Adrian Speschen sind gibt. Wir haben für euch jetzt ein Vorstellungsprojekt kantonale Dateninfrastruktur. Da kommen wir dann auch über die Folien und wie das entstanden ist und zusammengekommen ist. In der Status aktuell ist, dass wir da IP-Antrag sind, aber auf den Endspurt sozusagen. Also wir hoffen, dass es dann ab 24 so umgesetzt werden, wie wir uns das vorstellen. Ja, jetzt auf dieser Folie gerade mal mit dem Rahmen, wo kommt man her? Wir haben den Christian jetzt vorher auch schon angesprochen. Verschiedene Strategien und Konzepte, die der Kanton im Moment beschäftigen und was sich vornimmt, wo noch annehmen möchte. Wir haben mit der digitalen Transformation ein gemeinsames Projekt. Der Regierungsrat hat das verabschiedet im Dezember 2022. Das ist ein relativ frisches Dokument. Darum, falls ihr noch nicht kennt, das ist der Einblick quasi in die digitale Strategie. Also, Staat nutzt die digitale Transformation für ein starkes Service-Public. Für nachhaltige Entwicklung vom gesamten Kanton hin zu einer Smart City. Es ist Schlüsselfaktor für eine moderne und effiziente Verwaltung. Sie ist der Schlüsselfaktor. Und für Lebensqualität, Standort und Kriminalität vom Kanton. Die Digitalstrategie hat 6 Grundsätze definiert. Und eine davon, das würde auch Patrick Fraubiger gerne betonen, ist, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Also, das heisst, man will nicht digitalisieren oder einfach Produkte schaffen, die schön aussehen, sondern es müssen Produkte sein, die auch effektiv funktional sind, wo der Nutzer im Zentrum steht. Da steht meistens die Bevölkerung und die Kundinnen von der Verwaltung. In unserem Fall ist es tatsächlich so, dass das Projekt innerhalb von der Verwaltung vor allem in erster Linie einen Mehrwert wird schaffen. Zentrale Bausteine für die digitale Transformation, das wird allen Anwesenden hier schon relativ klar sein, ist die Verfügbarkeit von Daten. Daten sollte man bestenfalls teilen und sie sind Treibstoff für Innovation und Grundlage für zukunftsfähige Verwaltungsdienstleistungen. Da gibt es auch wiederum in der digitale Basis. Sehr spezifisch, was wir noch anschauen. Da sieht man dann auch so mehrere, wie es gestern war, mehrfach für jede Dienstleistung werden Daten eingeben. Das Zielbild ist, praxisfremde Einsatzkunden, aber auch innerhalb der Verwaltung. Die Daten werden einmal erfasst, es ist klar, was sie erfasst werden, dann können sie auch entsprechend weiterverwendet werden. Auch wiederum 7 Departemente und wir möchten aber als ein Kanton, eine Verwaltung wahrgenommen werden. Wir haben uns da jetzt schon mal etwas in klein gemacht und entdecken schon erstaunlich viele Hürden. Also es kommt auch bei der Formel an, wo man muss entscheiden, ob es denn gibt. Das heißt, es ist dann am Schluss einfach jemand zuständig, obwohl mehrere beteiligt sind. Genau, das der Christoph kennt das auch schon aus anderen Zusammenhang. Ja. Wir haben vor, gemeinsam zum Ziel zu kommen. Das ist der kantonale Datenkatalog, wo wir ein Tool einbauen und eine Katalogstruktur aufbauen mit Metainformationen zu allen kantonalen Daten, ein hehres Ziel. Und der Geodata Hub, wo die Erneuerung der kantonalen Geodateninfrastruktur mit dem neuen Geodatenkatalog im Zentrum steht. Was möchten wir da machen? Wiederum kantonale Datenkatalog aufbauen für gemeinsame Datennutzung und zukunftsfähige Verwaltungsdienstleistungen. Wir möchten automatisierte und redundanzfreie Datenbewirtschaftungsanalyse und Publikationsprozesse, also über das Once-Only, tatsächlich umsetzen. Eine bessere Datenqualität, weil alle Dienststellen gefordert sind, um ihre Daten erfassen und beschreiben. Kompatibilität erhöhen, das heisst, dass man die gleichen Daten auch effektiv mehrfach verwenden kann, weil eben klar ist, nach welchem Code, nach welchem Standort die Daten erfasst sind und dann auch können weiterverwendet werden. Dann will man statistisch auch vorstellen, OGD beheimaten, ist natürlich auch eine transparente Information von der Öffentlichkeit und das Ziel von diesem Projekt. Das heisst, alle Metainformationen, die können publiziert werden, sollen dann auch
direkt aufs Datenportal. Wir haben auch hoffentlich eine Angebotsverbesserung durch vernetzte modernisierte Geodateninfrastruktur und zielgruppengerechte Angebote. Und den Bereich der Bereitstellung von neuen Funktionen durch Erhöhung von Flexibilität und Interoperabilität von Geodateninfrastruktur. Also diese schlanken Buzzwords. Wir haben das Umfeld ist komplex und es wird zunehmend dichter. Wir haben die Hintergrund-Geoinformationsstrategie 2020 plus, die Datenstrategie, die der Regierungsrat jetzt im April 23 publiziert hat, und die digitale Strategie, die ich schon erwähnt habe, vom Dezember 22. Aufbauend auf dem sind innerhalb des Kantons schon diverse Initiativen, Programme und Projekte, also Open Data, Smart City, Digital Lab, Data Governance, eGov, Digitale Zwilling, Geodienst.ch, wie wir ja schon gehört haben. Das sind also, das ist quasi so die Grundstücke, die es schon gibt. Wir haben noch Geopath, Open Data CH gibt es auch. Der Bund ist im Moment da, eine nationale Datenwirtschaft aufzubauen. Hier hat es der Schlangenname I4Y. Wie es vierte Buchstabe zwischen ihnen hat, falls sich das jemand merken würde. Und wir sind hier mit unserem Projekt auch verordnet worden, am ganzen Hintergrund. Und im letzten Fall ist dann tatsächlich so, dass aus dieser Synergie auch durch die Verflechtungen wieder einfacher werden. Also, dass es weniger Parallelstrukturen gibt und dass es mehr wieder so klar definierte Wege gibt, auch für die ganzen Daten. Und dass wir auch jetzt können starten, das muss ich gleich noch aufschreiben, ist jetzt vor allem gerade in Bezug auf die nationale Datenbewirtschaftung, also aus unserer Datenbewirtschaftungssicht wirklich zentral, und damit wir national auch können Entscheider mitbestimmen, welche Daten werden wir hier abrufen, wie eingeben, wie sieht das Dach aus. Und wir werden auch die ganze Interoperabilitätsstandards und Codes, die sie jetzt im Moment in BFS in Zusammenarbeit mit den anderen Departementen vereinheitlichen, binden. Jetzt konkret zum Projekt, also zum Teil Projekt 1, wo ich die Leitung habe, darum bin ich da. Das ist quasi die Lösungsarchitektur, die Adrian gezeichnet hat. Wir sehen hier, die Idee ist, man hat auf der einen Seite Daten eigene Fachapplikationen und Daten einspeisen und dann bewege ich mich in diesem Bereich da oben mit der Datenbank, kantonalen Datenkatalog, Frontend Services, mit Schnittstellen zur nationalen Datenbewirtschaftung, zum OGD-Portal und dann auch in die nationale Geodateninfrastruktur. Was wir vor allem beachten, das kommt jetzt, dass wir ein Tool haben, wo alle kantonalen Geodaten erfasst werden können. Und das muss möglichst einfach sein und es muss für alle Daten einfach funktionieren. Das heisst, es müssen so weit wie möglich alle Spezifika erfasst werden. Das heisst, es muss ein Tool sein, das wir einfach anpassen, bedarfsgerecht. Darum ist es auch toll für uns, dass wir das jetzt mit den Geodaten können, zusammen mit Daten, weil dort wir schon relativ viel Anforderungen wahrscheinlich werden auf uns zukommen. Und wenn man das berücksichtigen kann, dann kann man auch schauen, wie das für andere Nutzungen noch angepasst werden. Es laufen im Moment auch schon zwei Proof of Concept mit der medizinischen Dienst von GD und mit der Kantonspolizei, wo man auch die Anforderungen aufnehmen. Wie sind bei Ihnen Daten vorhanden? Was müssen Sie mit den Daten können anfassen? Denn, das ist mein Arbeitsschein, wenn ich es fast nicht schaue. Absolut Change. Ich nehme an, wenn alle schon im Moment in der Verwaltung arbeiten, es ist nicht alle bekannt, es gibt zwar kantonale oder nationale Vorgaben, die sind auch schnell gemacht, aber es ist extrem schleppend, bis es wirklich eingeführt und umgesetzt ist und bis es angekommen ist bei den Menschen, die das dann wirklich umsetzen müssen. Und darum haben wir auch gemerkt, dass wir gute Schulungsunterlagen aufbereiten und das möglichst einfach zugänglich machen mit dieser Datenerfassung, weil wenn nicht ankommt, was der Nutzen ist vom Projekt, dann wird es durchaus ein Risiko zum Scheitern. Das sind wir uns durchaus bewusst. Und darum ist es sehr wichtig, dass wir den Nutzen
möglichst breit bekannt machen können. Einerseits Once Only, wo eine Erinnerung ist innerhalb der Verwaltung, aber schlussendlich halt auch für die Kunden von der Verwaltung. Interoperabilität, was dann möglich macht, dass man Daten mehrfach nutzen kann. Das heisst, man muss dann hoffentlich weniger Aufwand leisten, wenn viel mehr Automatisierung und schneller zu sein. Super, danke schon vielmals. Leonie hat schon gesagt, es ist ein grosses Projekt, kantonale Dateninfrastruktur mit dem Teilprojekt 1, was darum geht, einen neuen kantonalen Datenkatalog zu etablieren. Und dann so andere Teile davon ist im Prinzip das da unten. Wir machen, erneuern die kantonale Geodateninfrastruktur. Zum so ein bisschen ausholen. Wir haben es vorhin von Daten gehabt, Netzung von Daten. Geoinformationen sind natürlich einer der zentralen Datenbereiche im Kanton. Und wir haben jetzt aber gemerkt, dass es also in den letzten Jahren sind viele neue Anforderungen für Geoinformationen. Es gibt die drei großen Strategien. Also wir haben Geoinformationsstrategie, wir haben Datenstrategie und Digitalstrategie. Wo im Prinzip erfordert, dass wir jetzt dass wir uns neu ausrichten und auch weiterentwickeln. Das andere ist, das ist auch schon angesprochen worden, aus der Nische rausgekommen, also die Geodaten sind ein bisschen ein Nischenprodukt. Wir werden aber eigentlich aus dieser Nische rausgekommen und wirklich so eine dezentral koordinierte Datenbewirtschaftung und Vernetzung erreichen. Wir haben verschiedene Komponenten innerhalb der Geodateninfrastruktur, die wir anpassen wollen. Ich komme noch auf die einzelnen Komponenten ein. Es ist einerseits der Datenpublikationsprozess selber, wo wir am Anfang sind. Wir wollen ein neues Data Warehouse bauen. Wir haben eben so einen Metadatenkatalog, wo wir jetzt gesagt haben, das machen wir zusammen mit dem Statistischen Amt. Wie soll ein eigener machen, wenn wir einen kantonalen Datenkatalog kriegen? Dann nehmen wir gerne den. Und dann wollen wir aus verschiedenen Gründen das WebGIS ersetzen, also MacBS Frontend, komme ich nachher noch dazu, und das Geoportal. Der Datenpublikationsprozess. Doch eine oder die andere von euch hat bei uns vielleicht schon mal Daten publiziert. Grundsätzlich funktioniert es, aber im Moment ist das unser Datenpublikationsprozess. Der Prozess ist gewachsen, er ist sehr komplex. Er ist im Moment nicht sehr flexibel, es steckt sehr viel manuelle Arbeit drin. Und die, die schon mal bei uns publiziert haben, wissen, dass es auch zum Teil recht langwierig ist. Also man kann nicht schnell publizieren. Und jetzt, was neuerdings auch noch gekommen ist, weil Geodaten nicht nur bei uns publiziert werden, zum Teil sind auch Zuständigkeiten nicht klar. Du musst jetzt für Geoinformationen publizieren, kommst auf OGD, wie läuft das? Also, wir haben es erkannt, wir müssen es ändern. Das ist so die Vision, dass wir im Prinzip so einen schlanken Prozess haben. Wir gehen Daten vorne rein, also wir haben vorne einen neuen Datensatz, erfasst die Metadaten und hat dann automatisiert hinten drauf. Das wäre das Ziel. Das Prozess wollen optimieren, auf einer technischen Ebene automatisieren, wenn wir auch den anderen Punkt aufnehmen, wenn wir kriegen, dass die Aufgaben, die Verantwortlichkeiten klar sind, dass es für publizierende Fachstellen so einfach wie möglich ist, Daten zu publizieren und wir wollen auch die Fachstellen so weit befähigen, dass sie
können da damit beziehen. Das sind einerseits das quasi die technische Grundlage und es ist aber auch quasi ein Schulungsaspekt, wo man auch mitgibt. Das ist das, was wir machen auf Ebene der Publikationsprozess jetzt. Was wir auch brauchen für die ganze Geodateninfrastruktur oder was so ein bisschen im Zentrum steht, ist unser Data Warehouse. Wir haben jetzt eine Ausgangslage. Im Prinzip haben wir jetzt nicht ein Data Warehouse, sondern wir haben mehrere Komponenten, wo unsere Daten liegen. Wir sind sehr flexibel mit dem, aber es ist halt auch sehr komplex. Und der Wartungsaufwand ist entsprechend hoch, weil wir also verschiedene Komponenten haben. Ziel jetzt innerhalb von einem Projekt fürs Data Warehouse ist, dass wir wirklich eine stabile Applikation haben am Schluss, wo einen geringen Betriebsaufwand hat. Also einfacher betrieben als jetzt. Daten sollen selbstverständlich nachhaltig kopierbar sein. Wenn möglich, soll es automatisiert sein. Selbstverständlich auch Datenqualität und Modellkonformität mein Gessen. Das ist ein Ziel. Plus, wo stehen wir? Wir sind jetzt eben, wie gesagt, in der Initialisierung vom Projekt. Wir haben für die Initialisierung unter anderem für das Data Warehouse schon mal eine Studie gemacht, wo wir geprüft haben, was für Optionen gibt es, oder was sind Anforderungen an so eine Data Warehouse, was für Optionen gibt es, um das so umzusetzen, wie man das gerne hätte, entsprechend unsere Anforderungen. Und wir haben uns jetzt aber noch nicht für eine Lösung entschieden, sondern haben gesagt, wir müssen in der Konzeptphase noch mal schauen, was wir genau machen. Das Ding ist, das Data Warehouse Studio ist in der Mitte und kann im Prinzip nicht unabhängig von den anderen Komponenten entwickelt werden. Das ist auch etwas, was wir gesehen haben und die Studie gemacht haben, jetzt in der Initialisierungsphase. Es hängt halt doch alles zusammen. Dann ein weiterer sehr spannender Aspekt ist das Geoportal. Das Geoportal, wenn ich vom Geoportal rede, meine ich geo.bs.ch. So dort, wo im Prinzip alle Informationen zusammenlaufen. Die Lösung, die wir jetzt haben, ist okay. Dass wir haben zum Beispiel eine 22 Nutzerbefragung gemacht, wo rausgekommen ist, dass die Nutzer sind einigermaßen zufrieden mit dem, was wir haben. Was immer mal wieder kommt als Feedback, ist, dass wir haben sehr viele Informationen und es ist zum Teil gerade für Leute, die nicht jeden Tag mit Geodaten zu tun haben, nicht ganz einfach die Informationen oder die relevanten Informationen zu finden. Und das war so eins von der Hauptziele, wo wir haben, mit so einem neuen Geoportal, dass wir wirklich einen zentralen Zugang haben für alle Inhalte, also Applikationen, Produktservice, Geodaten, auch Support etc. Dass man eben die Daten, die Services einfach bindet, einfach kann beziehen und einfach kann nutzen. Denn ein Punkt, der auch jetzt in dieser Studie rausgekommen ist, beziehungsweise bei einem Prototyp, den ich noch einmal zeigen kann, das ist schon mal blöd, bis so ein Frontend kann ich sehen. Eins, was wir gesehen haben, ist, Geodaten werden von sehr vielen verschiedenen Leuten gebraucht. Also wir haben auf der einen Seite Leute, die wirklich aus dem Gebiet kommen, die sehr versiert sind, die genau wissen, was sie brauchen. Und wir haben auf der ganz anderen Seite Leute, die von Geodaten eigentlich keine Ahnung haben, aber halt trotzdem unsere Daten nutzen möchten. Und das heisst, die Challenge, die wir haben, ist, dass wir wirklich unsere Informationen so zielgruppengerecht wie möglich können aufbereiten können, dass sie wohl quasi Geo-Cracks finden, was sie brauchen, wie aber auch die Leute, die jetzt nicht gerade auf Anhieb wissen, was sie genau haben. Und dann, das Stichwort kommt auch immer wieder, Vernetzung. Uns ist es wahnsinnig wichtig, dass wir über so ein Geoportal können, alle
Informationen aus dem Geobereich vernetzen. Das heisst, das sind sicher unsere Geodaten, die wir haben, die wir publizieren. Aber das Ziel ist auch, dass wir können Informationen, Datendienste, APIs von anderen Fachstellen einbinden können. Also, dass man wirklich einen zentralen Ort hat, wo man alles, was irgendwie mit Geo zu tun hat. Dann möchte ich jetzt schnell zeigen, wie unser Prototyp aussieht, damit nicht alle einschlafen bei der Folie. Ja, das ist mal so ein Prototyp von einem Geoportal, wie wir uns das vorstellen. Das haben wir, wie gesagt, schon vor einem Jahr gemacht, wo wir noch nicht gewusst haben, dass wir das im Rahmen von diesem großen Projekt machen. Das ist wirklich nur um die Erneuerung vom Geoportal gegangen. Und dort haben wir uns verschiedene Sachen überlegt, wie so ein neues Geoportal könnte aussehen. Wie ich es vorher schon erwähnt, wichtig sind uns gesehen, dass man gesagt hat, wir wollen die Informationen einbinden, wir wollen sie Zielgruppen gerecht bereitstellen und so weiter. Und was wir gemacht haben, ist, wir sind nicht auf den stillen Kämmerli und haben quasi bei uns ausgetüftelt, wie es könnte aussehen, sondern wir haben das auch zusammen gemacht mit einer Begleitgruppe. Wir haben das, den Prototyp, das ist ein klickbarer Prototyp, den haben wir testen lassen, von verschiedenen Leuten, die wir querbeet beizogen haben und haben entsprechend dann das Feedback auch wieder probiert umzusetzen. Jetzt eine weitere Challenge, oder? Eine weitere Anforderung, die jetzt neu dazugekommen ist, ist WebPS. Wir haben gewusst, es kommt eine neue Webseite. Wir haben nicht gewusst, wann kommt sie und wie kommt sie. Jetzt wissen wir, wann sie kommt und wie sie kommt. Das heisst, ich weiß nicht, wer von euch schon mal gesehen hat, selbstverständlich wird unser Layout dann angepasst sein. Das ist jetzt einfach mal der Prototyp, was noch nicht von WebPS geht, haben wir das mal so gemacht. Jetzt, wo es WebPS gibt, wo wir auch die entsprechenden Design-Vorgruppen haben, werden wir das selbstverständlich umsetzen. Dann ist auch wirklich, wenn wir alles gezeigt haben, digitale Zwilling, genau, habe ich das gleich da denken wir natürlich auch immer mit. Und also, oder nein, wir denken nicht mit, wir denken auch, dass, wenn man so etwas macht, dass das wirklich auch darauf einzahlt, auf so eine digitale Zwilling. Das ist eine Komponente, die hilft, wirklich die Vernetzung anzukriegen von diesen ganzen Informationen, aber hoffentlich auch von Nutzenden. Gut. Dann etwas anderes, was auch noch aufgekommen ist, ist so etwas, also WebPS. Es ist so, dass in diesem Projekt werden wir das WebPS Frontend müssen ersetzen. Das ist so, weil im Moment ist die Basis von WebPS ist GeoMapFish. Das ist eine Open-Source-Lösung, wo aus mehreren Komponenten besteht und lange Rede, kurzer Sinn, das Frontend wird ab 2026 nicht mehr unterstützt. Und bis dann müssen wir eine andere Lösung haben, eine andere Lösung. Das ist also im Prinzip das WebGIS Geoportal plus die Metadatenplattform. Das sind so Projekte gewesen, die schon länger rumschwirren, die einzeln rumgeschwirrt sind und wo wir dann gemerkt haben, es macht nicht Sinn, wenn man das einzeln löst, sondern wirklich, jetzt gehen wir es mal richtig an und sagen, wir machen die ganze Geodateninfrastruktur neu. Wir nehmen das alles zusammen. Wir überlegen uns nicht einfach irgendeine WebGIS-Lösung, wir überlegen uns nicht einfach irgendeine Data Warehouse-Lösung, sondern wir denken es als eins. Und dann ist statistisch ein angekommener Datenkatalog und haben wir uns super, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass man das so zusammen macht. Genau, also innerhalb des Projekts ist sicher auch das Ziel, dass wir das WebPS ersetzen, dass wir das Frontend ersetzen. Backend, das kommt ein bisschen davon, was dann Frontend-Lösung ist, ob man dann weiter mit GeoMap ist oder nicht. Das klären wir in der Konzeptphase, aber sicher das Frontend wird ersetzt. Was wir wollen, ist selbstverständlich alles, was wir jetzt an bewährten Funktionen haben, das werden wir behalten.
User Experience, wenn es irgendwie geht, noch verbessern. Sicherheit, Zuverlässigkeit, Wartbarkeit. Dort haben wir noch, Optimierungspotenzial. Und was auch das Ziel ist, jetzt von einer neuen Webpiece, ist, dass wir noch regelmäßig neue Funktionen anbieten. Das ist einfach mal so ein bisschen innerhalb des Projekts so. Was aber auch noch dazu kommt, jetzt in Sachen Webpiece, wo ein bisschen über das Projekt rausgeht, ist einerseits, ich habe gesagt, WebS, also der kantonale Auftritt wird ersetzt. Da gibt es eine neue Webseite und dort werden wir unsere Karte noch ein bisschen schöner einbinden. Und das andere ist, wir haben hier neben MapBS mit den 2D-Daten auch noch den 3D-Viewer. Und das ist auch noch so ein mittelfristiges Ziel, dass man dort die Integration noch besser hinkriegt. Also, dass die zwei Applikationen noch besser zusammengehen. Außerhalb des Projekts. Manage Expectations, genau. Nochmal zusammengefasst. Also, das Ziel ist, dass wir wirklich die ganze Geodateninfrastruktur neu machen wollen. Einerseits die Vernetzung und die Zusammenarbeit. Also, wir wollen einerseits schauen, dass wir innerhalb von der Geodateninfrastruktur, dass die einzelnen Komponenten gut zusammengehen. Wir wollen aber auch über die Geodateninfrastruktur raus. Streben wir so eine Vernetzung an, eben zum Beispiel mit dem kantonalen Datenkatalog. Oder über das Geoportal mit Applikationen von anderen Fachstellen. Dann die Lösung, die wir haben, also soll schnell, einfach und intuitiv sein. Schnell Daten finden, einfach Daten finden, einfach können nutzen, intuitiv können die Daten nutzen. Wir arbeiten nutzerorientiert und zielgruppengerecht. Sprich, wir versuchen wirklich zu schauen, dass wir nicht irgendetwas machen, wo der Nutzer nicht beigeht, sondern das Ziel ist, dass wir immer mal wieder Rücksprache haben. Wir werden auch in diesem Projekt wieder mit Begleitgruppen arbeiten, als ein quasi Tool oder ein Werkzeug, um sicherzustellen, dass wir nicht an den Nutzer nicht vorbeiplanen. Automatisiert. Also das, was wir jetzt im Moment in mühsamer Handarbeit machen, wenn wir wenn möglich automatisieren. Was wiederum heisst, dass wir speditiver werden. Das heisst nicht, dass wir dann alle Leute bei uns entlassen, die jetzt Daten publizieren. Im Gegenteil, das heisst einfach, dass wir die neuen Anforderungen können, also die Datenmenge wächst. Wir müssen entweder neue Leute einstellen oder den Prozess effizienter machen. Wir haben uns für das Zweite entschieden. Dann, genau, sowohl Prozess wie auch Rollen und Zuständigkeiten werden wir klar definieren und optimieren, wo möglich und nötig. Und last but not least, wenn wir ein bisschen moderner und zukunftsfähiger werden mit unseren Geodaten.